Hallo liebe Fans von Alpha Shooters und Alpha Hunters. Wir haben heute das brandneue Leupold Delta Point Mikro im Vergleich zum bekannten und bewährten Delta Point Pro mal für euch getestet. Und ich gebe jetzt mal meine kleine Einschätzung an, was sich aus sportlicher wie auch behördlicher Anwendersicht besonders eignet, was mir aufgefallen ist im Schießen und wie sich die beiden Points voneinander unterscheiden. Fangen wir direkt mit dem neuen Mikro an. Was mir besonders positiv aufgefallen ist, ist die extrem kleine, kompakte Bauweise, sodass die Waffe kaum mehr aufträgt durch das Leuchtpunktvisier. Ich war am Anfang etwas skeptisch, was den Durchblick anbelangt, aber ich muss sagen, gerade bei den Schießen auf die Stahlplatten, ein bisschen Umgewöhnung beim Ziehen, ersten Schuss war da, aber danach sofort, der Punkt blieb immer in der Linse. Ich konnte genauso aggressiv zwischen den einzelnen Stahlplatten wechseln wie mit dem großen Leupold Delta Point Pro. Die Schussbilder haben auch gezeigt, man kann wirklich unglaubliche Präzision mit dieser Waffen Leuchtpunktvisier Munitionskombination herausholen. Ja, Marvin, wir haben jetzt mit der Glock 19, mit dem neuen Leupold Delta Point Micro auf 25 Meter in einer kurzen Dienstwaffe geschossen mit der Trainingsmunition von Hornady und ich muss sagen, ich bin von der Schusssuppe mehr als begeistert. Ne? Was machst du? Ja, also ich muss auch sagen, beim ersten Schuss war ich ein bisschen skeptisch, den habe ich rechts auch angesagt von der Schussgruppe her und danach, Abzugsgefühl war gut, aber dass letzten Endes die Fünf-Schussgruppe so gut ausfallen würde aus einer Kompaktwaffe mit dem kleinen Leuchtpunktvisier und der neuen Hornady Trainingsmunition, muss ich sagen, da stand jeder Sportpistole gut zu Gesicht. Absolut. Das ist, was ich gesagt habe. Durch das Visier kriegst du halt das volle Präzisionspotenzial der Waffe, kannst du zeigen, weil Schlitten-Griffstück-Spiel, die ja diese Waffen nun mal ein bisschen mit sich bringen, spielt keine Rolle, weil ich das über das Griffstück nicht ausrichte, sondern über den Verschluss. Ja, definitiv. Und wenn man hier sieht, der Kreis hat 15 cm Durchmesser und der kleine weiße unter 5 cm. Ja. Und die Gruppe würde problemlos in den weißen Kreis reinpassen. Und das, wie gesagt, aus einer Waffe, die eigentlich fürs Führen gedacht ist. Präzise Verstellung. Ich kann am rückwärtigen Schalter bequem meine Leuchtintensität des Leuchtpunktvisiers einstellen, ganz wie ich es haben möchte. Der Punkt ist sehr fein. Wenn ich sehr klein einstelle, die Leuchtintensität, möchte ich einen großen Punkt haben für eine schnellere Zielauffassung, stelle ich ihn einfach heller. Auch bei schnellen Schussfolgen geht der Punkt nicht aus dem Visier raus. Durch die kompakte Bauweise funktioniert sie mit allen gängigen Holstern. Also ich muss sagen, insbesondere für den jagdlichen Einsatz kann ich mir das als sehr, sehr gute Alternative vorstellen. Für den sportlichen Einsatzbereich muss ich sagen, bin ich aus persönlicher Erfahrung eher noch nach wie vor ein Fan vom Leupold Delta Point Pro, weil ich einfach die größere Linse habe. Ich habe deutlich mehr Visierbild selbst. Das habe ich gemerkt beim Ziehen ersten Schuss, sind nach wie vor 3 bis 4 Zehntel Unterschied, weil ich einfach bei der Visieraufnahme schon deutlich mehr und früher vom Ziel selbst sehe. Bei den Schussgruppen wiederum ist der Unterschied zwischen beiden Optiken weniger groß, auch beim Zielwechsel. Nichtsdestotrotz aus rein sportlicher Sicht für extrem schnelle Schussfolgen würde ich nach wie vor zum Leupold Delta Point Pro raten. Aber ansonsten sowohl für Fangschusssituationen als auch für den behördlichen Einsatz muss ich sagen, hat mich das kleine, kompakte Mikro wirklich mehr als überzeugt.